Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkhelden, hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin wie immer live auf meiner Baustelle für euch an einem Samstag mit einem neuen Videotagebuch und einer Premiere, würde ich mal sagen, aber tendenziell eher nicht so im positiven Sinne, nämlich heute nach etwa über 80 Tagebüchern ist es zum ersten Mal so, dass ich euch hier von der Baustelle keinen Fortschritt zeigen kann. Ja, was machen wir jetzt, außer traurig gucken? Ich würde mal sagen, da habe ich eine Idee und das erkläre ich euch jetzt mal. Ja, warum gibt es keinen Fortschritt? Dafür habe ich natürlich auch eine plausible Erklärung. Nämlich ganz einfach, letztes Wochenende war der Hermannslauf. Der ein oder andere wird da vielleicht schon mal von gehört haben. Das ist so ein 30 Kilometer Berglauf durch den Teutoburger Wald. Und den habe ich schon 10-mal mitgemacht. Und der ist dieses Jahr aufgrund Corona, blablabla, ist der jetzt verschoben worden in den Oktober. Und ja, da habe ich mich relativ spontan dann einfach mal zu angemeldet, um den zum 11. Mal zu absolvieren. Und ja, weil ich habe ja sonst nicht so viel zu tun hier mit Arbeiten und so weiter. Ne? So, dann habe ich gedacht, mein Gott, ne, muss einfach auch mal sein. Trainierst halt noch so ein bisschen Laufen nebenbei und so. Naja, und den habe ich jedenfalls letzten Sonntag gemacht. Und ja, das ist das Problem. Da kannst du natürlich jetzt an dem Wochenende hier auch nicht so wahnsinnig viel reißen. Und das nächste Problem ist, dass du natürlich nach so einem 30 Kilometer Geländelauf so ein klein wenig älter geworden bist. Dann bist du nämlich eher so auf dem Weg unterwegs. So, können wir das mal da gerade aufheben? Ja, ja, und naja, in dem Zuge habe ich halt auch die Woche hier nichts geschafft. Das heißt also, ich habe tatsächlich jetzt mal eine Woche Stillstand gehabt hier auf der Baustelle, konnte gar nichts machen, obwohl es hier einiges zu tun gibt. Ne? So ist es nicht, aber ich konnte einfach nicht. Ich war A kaputt und B musste ich mich vorbereiten. So, ich werde euch mal so ein paar Szenen hier vom Hermannslauf gleich mal zeigen, dann seht ihr mal so ein bisschen den einen oder anderen, der wird das dann vielleicht kennen. Auch da bitte nicht wundern, ich werde morgen am Sonntag, das ist nämlich der Sonntag nach dem Hermannslauf praktisch, habe ich mir noch so ein kleines Sondervideoprojekt vorgenommen, was ich schon immer mal privat machen wollte. Ich bin ja eh so ein bisschen bekloppt, nämlich habe ich mir meine GoPro mit einer Kopfhalterung an den Kopf geschnallt und bin den gesamten Hermannslauf gelaufen mit Kamera und habe den mitgefilmt, komplett. Und da wollte ich mal so ein kleines Video-Tutorial und so weiter von machen, muss ich mal gucken. Morgen lade ich jedenfalls ein Video dazu hoch über den Hermannslauf, so eine Zusammenfassung im Zeitraffer mit ein bisschen Erklärung und so weiter. Das hat jetzt natürlich nichts mit Altbausanierung zu tun, soll auch jetzt kein neues Hobby von mir werden, sondern einfach nur, ich mache dann so eine kleine Off-Topic-Playliste und so. Da kann man ja vielleicht mal gucken, dass man so ein, zwei Videos im Jahr wohlgemerkt über so privaten Scheiß, was ich so mache, das kann man denn da so reinladen. Aber irgendwo muss ich solche Videos ja auch lassen und ich wollte das einfach mal machen als kleines Videoprojekt. Und so kann ich vielleicht dem einen oder anderen Hermannslauf-Anfänger so ein bisschen weiterhelfen und so weiter. Ich bin ja mehr so ein Tutorial-Bär hier und da läuft das auch. Ne? Also wie gesagt, das mache ich mal. Also nicht wundern, wenn ihr da jetzt irgendwie morgen ein neues Video von mir seht und das hat irgendwie was mit Laufen zu tun oder so, ne? Ist jetzt nicht eine neue Ausrichtung von dem Kanal, ne? So, aber was machen wir jetzt an der Stelle? Ja, schöner Mist, habe ich erst überlegt, lässt das Video komplett ausfallen, aber dann habe ich mir was anderes überlegt, was vielleicht sogar viel besser ist. Wir holen mal die etwas neuen Kanalzuschauer ab. Ja, was will ich damit sagen? Wir haben ja nun jetzt mittlerweile 82 Tagebücher hier gedreht. Und ich habe das ja von vielen immer so gelesen, ja, ich bin bei Tagebuch 40 oder 50 oder 60 eingestiegen und das hat mir dann gefallen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, die Tagebuchserie von Anfang an zu gucken, ne? Nochmal so Revue, alle Tagebücher durchzuschauen. Und erstmal an der Leute, erstmal einen herzlichen Respekt von meiner Seite für die Leute, die das durchziehen, sich echt die Tagebücher alle nochmal nacheinander reinziehen, weil das ist ja so im Schnitt, ist ja jedes Tagebuch so 20 Minuten lang und gerade so die ersten sind ja auch noch so ein bisschen rudimentär, will ich mal sagen, ja, also schon echt krass, Leute, aber ja, kann ich verstehen, macht vielleicht auch Spaß, das ganze Projekt so wachsen zu sehen, aber alle, die halt so zwischendurch dazukommen und das eben nicht machen, die verstehen natürlich manchmal nicht immer so genau, was hier eigentlich so abgeht, weil logisch, ich zeichne natürlich in dem jeweiligen Tagebuch immer nur die Sachen, die gerade aktuell sind und eben nicht so das gesamte Haus, den gesamten Bau. Und heute hätten wir ja mal Zeit, das heißt, ich schnappe mir gleich meine Kamera und dann gehen wir einfach mal durchs Haus und wir gehen einmal so durch und ich zeige einfach alles mal so ein bisschen, so eine kleine, ich sag mal, Mini-Haustour, haben wir ja auch lange nicht gemacht. Und mal gucken, wenn ich noch so ein paar Videoschnipsel finde aus der Vergangenheit, dann kann ich die mal noch immer dazu einblenden, dass man mal sieht, wie hat das hier eigentlich mal ausgesehen, wo ich halt noch so Videoschnipsels von habe, muss man mal sehen. Und so kann man vielleicht so ein bisschen alle Leute, die schon jetzt dabei sind, aber eben noch nicht so ganz die Vergangenheit kennen von dem Ganzen hier, ein bisschen abholen. Und ja, die, die es schon kennen, da entschuldige ich mich halt an der Stelle. Ne, es tut mir leid, dass ich diese Woche nichts Neues präsentieren kann. Es gibt genug hier zu tun. Also ich stehe hier und sehe rechts und links die Arbeit liegen und denke nur so, ah, ne, hast du eine Woche
Woche verpennt, aber gut. Ne, also da geht es nächste Woche natürlich ganz normal weiter hier. Ne, wie gesagt, zu tun habe ich hier genug, zu machen habe ich reichlich. Und so von daher alles gut. Nur diese Woche eben nicht. An der Stelle, wie gesagt, Entschuldigung dafür. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich jetzt nach tatsächlich nicht zum Glück, ja wenigstens nicht wegen Krankheit, sondern eben nur wegen so einem sportlichen Quatsch halt. Ne, so, wobei, so ein bisschen krank ist man dann nachher denn auch. Ne, aber wie auch immer. So, jetzt würde ich jedenfalls sagen, ja, schauen wir die Kamera, wir gehen rein und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ja Leute, und dann würde ich sagen, nehme ich euch mal mit auf eine kleine Haustour hier durch meine Baustelle, wenn man so möchte. Wir fangen mal jetzt an hier im Erdgeschoss vom Haupthaus, will ich mal sagen, gehen da einmal durch. Ich zeige euch mal alles so ein bisschen, erkläre so ein bisschen. Dann können wir nach oben gehen, zumindest ist das, was vom Obergeschoss noch so übrig ist, können wir uns dann anschauen. Und ja, da können wir mal gucken, vielleicht machen wir gleich noch einen kleinen Rundgang hier ums Gelände und schauen uns mal so die kleineren Nebengebäude hier rundum auch noch an. Na, ich würde mal sagen, wir zangeln uns mal hier durch, dass wir erstmal hier unten anfangen. Hier gibt es natürlich eine kleine Öffnung. Ich muss hier auch schon innen drin Licht anmachen, weil es hier auch schon mittlerweile dunkel da drin ist. So, und ich würde sagen, wir fangen mal an hier schlichtweg in der Diele, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. So, und ja, das Herzstück eines jeden Fachwerkhauses. Hier sind wir ja auch schon relativ lange dabei. Ihr seht hier meinen nagelneuen Stapel von Eichenholz, den ich ja gerade erst hier aufgestapelt habe. Der ist jetzt für die Sanierung der Giebelwand vorgesehen. Ne, ihr seht ja auch hier, das ist ja beim letzten Mal hier reingekommen, das neue Dielenfenster bzw. schon mal der erste Teil der Giebelwand mit dem neuen Rahmen da oben, was uns relativ viel Arbeit jetzt gemacht hat, das hier reinzubekommen. Und hier geht es demnächst weiter, neue Ständer rein und so weiter. Ne, das, was halt noch fehlt, das ist dann hier letzten Endes das Eichenholz, was hier noch verarbeitet werden muss. Hier noch, klar, ne, hier der ein oder andere wird es noch wissen, die Reste von der Porotonschale, die hier mal vorgestanden hat vor dem Fachwerk von Ihnen, die muss ich noch wegkloppen, das muss noch weg, ne, dann kann die Bodenplatte da drunter her verlängert werden, so wie es da so ein bisschen auch zu erkennen ist, ne, das Ganze wird dann gerade gezogen. Die Schwellen werden definitiv getauscht und wir müssen dann halt mal gucken, was an den Ständern noch so dran ist, welche Ständer noch okay sind oder welche angeblattet werden müssen, das wird sich dann zeigen im Laufe der Sanierung, aber die Schwellen haben wir auf jeden Fall schon abgeschrieben, die kommen auf jeden Fall neu. Und ja, hier drinnen, die Seiten sind schon fertig, also hier das Fachwerk hier an der Stelle, das ist schon komplett fertig, kann man jetzt schlecht sehen wegen dem ganzen Holz, was hier vorliegt. Auf der Seite sieht man es vielleicht ein bisschen besser, hier haben wir das schon soweit saniert und ja, soweit so gut. Ne? So. Von den Räumlichkeiten her, das hier wird mal unser Wohnzimmer. Ne? Irgendwann sitze ich mal hier mit einem Bierchen in der Hand und kann mich freuen, dass ich das irgendwann mal geschafft habe, wer weiß. Das hier wird dann mal ein Esszimmer werden. Das ist jetzt hier so ein bisschen schwierig. Hier kommt noch eine Wand. Hier war früher mal eine Wand drin. Hier kommt später auch wieder eine Wand rein, praktisch in die Flucht von dem Träger. Da hinten an der Porotonwand vorbei, bis hinten zum Ende. Und das wird aber dann in diesem Fall eine Fachwerkwand. Dafür ist ein Großteil von dem Holz, das haben wir ja auch schon relativ lange, ist auch alles schon entsprechend zugeschnitten hier für die neue Wand, die hier dann reinkommt. Soweit, so gut. Dann wird das hier mal ein Esszimmer werden. Da hinten in die Ecke sozusagen von dem Fenster an. Hier kommt noch eine kleine Wand rein mit einem kleinen Vorratsraum nach hinten raus, sodass man da so ein bisschen hier so Dosenfutter und was weiß ich nicht alles lagern kann. Und diese Wand hier zum Beispiel, die wird noch geöffnet, also von der Tür bis zu dem Fenster, das wird dann nachher ein großes Fensterelement. Ne? Irgendwie sowas Dreiflügliges zum Aufmachen, das ist uns wichtig, weil hier geht es halt raus in den Garten, das können wir uns von außen gleich nochmal anschauen. Und dann ist es eigentlich ganz nett, dann kannst du hier so Sonntagmorgen sitzen, in die Richtung geht auch die Sonne auf und dann kann man hier sitzen in der Sonne morgens und kann dann schön hier mit dem Tisch vor dem offenen Dings und so, stellen wir uns eigentlich mal ganz cool vor. An dieser Stelle kommt dann die Küche, also jetzt hier an die Wand, die wird von hier, dieser Seite aus auch verputzt, dann kommt hier die Küche rein, alles gut soweit. Und ja, da hinten gehen wir gleich noch weiter, machen wir erstmal hier noch weiter. In diese Richtung kommt dann mein Büro, ja, hier kommt auch noch eine Wand hin und dann kommt hier mein Büro hin, aus dem ich dann irgendwann mal in ferner Zukunft senden, streamen, was auch immer kann. Im Moment ist das mehr hier unser Holzlager für alle möglichen Sachen, Dokas und so weiter, Schaltafeln, was weiß ich nicht alles. Ne? So, soweit, so gut. Also hier kommt mal irgendwann mein Büro hin, ist dann auch ziemlich geil. Hier kommt noch eine kleine Mini-Toilette hin. Ja, seht ihr hier, Abfluss und so haben wir hier schon gelegt. Das wird mal hier mein Männerklo, wenn man so möchte, mit Star Wars Poster an der Wand oder was auch immer. Und ja, hier noch so ein kleiner Flur, das ist so ein Zwischenflur, weil hier ist die Eingangstür von hinten. Und wer Kinder hat, der kennt das. Ich habe das auch schon mal erwähnt. Man braucht ja immer so eine Möglichkeit, so eine Dreckschleuse. Das soll das hier praktisch werden. Das heißt, hier kommen dann einfach nur Fliesen rein, dass man hier schnell durchwischen kann. Die Kinder hier mit Matschestiefeln reinlatschen können und so, alles gut. Ne? Und dann geht es hier praktisch erst durch zur Wohnung, wenn man so möchte. Ne? In diese Richtung ist dann noch der Hausanschlussraum oder auch Waschraum oder Heizungsraum, wie auch immer.
Stromkasten und so, das ist hier schon alles neu reingekommen. Auch eine Wasseruhr, die ist jetzt hinter den Schalltafeln, ist hier auch schon neu reingekommen und so weiter. Hier wird jetzt noch Platz sein für eine Heizung. Heizungsanlage fragen ja auch viele. Bin ich noch nicht so ganz. Ich sag mal, da schwank ich noch. Ich weiß noch nicht genau, was wir kriegen. Werden wir dann sehen. Hier gibt es jedenfalls die Möglichkeit, alles Mögliche reinzubauen. Müssen wir denn mal gucken. Ne? Und hier kommt natürlich dann auch die Wand hin. Das heißt, die Wand, die jetzt von da hinten, was ich eben meinte, die dann hier durchläuft, die läuft natürlich auch dann hier vorher. Und das wird dann ganz lustig, weil das wird dann hier auch eine Fachwerkwand. Und wir haben uns überlegt, ja, warum nicht? Ne? Dann lässt du das auch offen. Also sprich, dass das nicht verputzt wird, das Fachwerk, sondern tatsächlich dann einfach nur die Gefache. Und dann hast du praktisch eine Fachwerkwand in einem Hauswirtschaftsraum. Hat auch nicht jeder, glaube ich. So, naja, hier unser gutes Holz, hier alles schön. Und dann können wir mal in diese Richtung weiterlatschen. Das wird zukünftig natürlich nicht mehr so möglich sein. Hier kommt wieder eine Wand rein, weil hier unser Gäste-WC hinkommt. Ne? Also Gäste-Badezimmer, kann man so sagen. Also auch mit großer Dusche und Toilette, Waschbecken, alles. Dass man das auch als Zweitbadezimmer dann nutzen kann. Was hier besonders sein wird, ihr seht ja auch die Deckenhöhe, das da oben ist wirklich die obere Höhe von dem Obergeschoss und das sind rund 4 Meter hier, also das ist, wie gesagt, man sieht es auch hier, das ist praktisch wie die Dielenhöhe und das wollen wir auch so lassen, das heißt also, das Badezimmer soll nachher auch so hoch werden, das wird bestimmt ganz cool und müssen wir mal sehen, ne? Da kommt hier also auch die Wand wieder rein, damit das alles passt. So, das hier ist die eigentliche Eingangstür von dieser Seite. Ist eigentlich der Haupteingang zur Straße hin und so weiter. Diese Tür muss noch ein bisschen restauriert werden, dass es auch wieder vernünftig schließt etc. pp. Und dann käme man hier rein in den Flur, der jetzt gerade ein bisschen zugestellt ist, aber an für sich ziemlich cool ist hier mit so einem Treppenhaus. Na, bis nach oben hin, das ist also schon ziemlich geil gemacht. In diese Richtung käme man dann halt rein in die Dele. Hier kommt noch eine doppelflügige Tür rein. Da haben wir so eine ganz alte Holztür, so eine richtig massive. Die kommt hier später noch rein. Ein Element wird dann wahrscheinlich befestigt und nur das eine Element zum Öffnen, damit das energetisch so ein bisschen besser ist. Ne? So, dann hast du hier so die Wahl, wenn du reinkommst, entweder ins Gäste-WC, ins Wohnzimmer oder halt in den Hausbereichraum oder eben nach oben zu gehen. So soll das später mal aussehen. Da muss man mal gucken, wie man den Raum hier nutzt. Das überlasse ich der Frau zu planen. Jetzt können wir mal nach oben gehen. Gerade ein bisschen dunkel hier im Moment. Auch die Treppe übrigens möchte ich erhalten bzw. retten, also erhalten. Wir müssen sie natürlich ausbauen, weil hier seht ihr schon, hier ist natürlich auch die Porotonschale, die ich auf der anderen Seite bereits weggekloppt habe. Die geht hier natürlich auch durch, da oben seht ihr sie auch und so, die geht hier auch durch. Die muss noch komplett weg, auch hier unten und dann passt natürlich die Treppe auch nicht mehr richtig. Na, ist ja klar, dann fehlen ja außen so 26, 30 Zentimeter irgendwie. Und das müssen wir dann noch irgendwie kompensieren. Da müssen wir mal schauen, wie wir das realisieren. Aber letzten Endes möchte ich das so hinbekommen, dass man die Treppe nachher wieder einbauen kann. Weil ich das an für sich, jetzt von den Farben, das lässt sich ja noch ändern, aber an für sich so von der Holzarbeit her, finde ich das schon ziemlich schick gemacht. Und auch mit dieser Galerie hier, finde ich das schon ziemlich lässig. Ja, das ist also schon irgendwie ganz schnuckelig und das möchten wir auch so behalten. Und deswegen müssen wir halt sehen, wenn wir dann die Porotonschale raus haben und dann eine neue Innendämmung dann vorhaben, wie das Ganze dann platzmäßig aussieht, müssen wir mal gucken. Na so, auch hier die Porotonschale, naja, so ist das halt. Kommt alles weg, hast du sogar ein bisschen mehr Platz hier drin, ist ja auch nicht schlecht. Jetzt hier zum Obergeschoss, da müssen wir mal schauen. Hier wird sich einiges noch ändern, also zum Beispiel diese Wand hier, die wird noch rausfliegen. Und da ja der Dachstuhl komplett neu kommt, sind wir da auch nicht so darauf angewiesen, wie jetzt hier die Stützen und so weiter stehen. Das können wir zukünftig alles ein bisschen anders machen. Ich schätze mal, hier ist es jetzt gerade ein bisschen dunkel zum Gucken. Aber das hier ist im Prinzip der Platz. Ne? So, hier hast du dann ein bisschen hier. Das hier wird mal Badezimmer oder so. Also letzten Endes hier oben kannst du jetzt nicht wirklich viel erkennen. Hier geht es noch hoch auf den Dachboden. Den werden wir auch irgendwie belassen, dass man hier noch so einen kleinen Dachboden drüber hat und so weiter und so fort. Und das ist es halt. Ne? Also das ist halt jetzt hier oben. Kannst du nicht wirklich viel Inspiration finden. Es ist halt hier totales Chaos. Alles im Arsch auf gut Deutsch. Und so ist es. Ne? So, hier können wir noch einen Blick auf die neue, auf das neue Rehm, auf den neuen Anfang der Giebelwand werfen. So sieht das jetzt im Moment von oben gesehen aus. Ne? Alles eigentlich ganz schick. Hier das Zusammenhalt. Also alles ein bisschen luftig im Moment. Ne? Freuen sich die Vögel, die können hier immer reinfliegen. Hauptsache die nisten hier jetzt nicht zu viel. Von der anderen Seite. Ja, so, hier, das ist auch noch mal ein kleines Räumchen, vielleicht ein Ankleideraum oder so, muss man mal genau gucken. Hier können wir jetzt auch einen sehr schönen Blick auf diese Verbindung hier werfen. Ja, das fand ich persönlich auch mal ziemlich cool, das Herstellen von dieser Verbindung. Und wie ihr seht, das passt halt wieder eins. Ne? Ist schon ziemlich geil. Und
Ja, so sieht es hier oben aus. Ne? Wir können mal hier nach nebenan noch einmal schauen. Also hier das Loch zum Beispiel. Warum ist hier ein Loch drin? Als wir den Leimbinder hier eingebaut haben, da haben wir hier oben einen Kran reingebaut, einen Elektrokran, und der hat uns den Leimbinder hier hochgezogen. Deswegen ist hier noch ein Loch drin. Ne? Und ja, hier geht es im Moment gar nicht weiter. Ihr seht ja, hier geht es direkt nach unten in die Küche, wenn man so will. Und da ja der ganze Dachstuhl hier an dieser Stelle noch runterkommt, haben wir hier gar nicht mehr groß weitergemacht. Ihr seht es ja nach da hinten und so weiter, ist jetzt alles offen. Und das hier wird alles dann mit dem neuen Dachstuhl. Wenn wir das Dach abreißen hier oben drüber, dann fliegt das hier auch alles noch weg. Ne? Deswegen haben wir hier jetzt gar nicht mehr groß weitergemacht. Ich sehe gerade, hier steht sogar noch ein Besen. Wie geil ist das denn? Naja, so, das ist eben so. Hier kommt es halt im Moment recht schwierig hin. So, das wird dann alles neu gemacht, wenn wir dann den Dachstuhl neu machen. Und ja, so viel ist das denn hier im Obergeschoss. Boah, jetzt können wir ja nicht mal runtergehen. Und ach ja, hier die Fenster, einige werden es wahrscheinlich gesehen haben hier. Was ist das hier, ne, mit dem Fenster? Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist eine meiner Jugendsünden gewesen, möchte ich mal sagen. Man muss ja sagen, das wissen ja auch viele nicht, wo wir eigentlich herkommen. Wir kommen ja eigentlich aus der Richtung, wir haben uns dieses Haus gekauft und ja, wollten so ein bisschen sanieren, also sprich neue Fenster rein. Das war unser Plan, neue Fenster. Und ja, dann mal gucken, ne? Eventuell so ein bisschen Fußboden, mal hier die Fliesen raus und da ein bisschen Parkett oder irgendwie sowas. Das war ja der Plan, neues Badezimmer einziehen. Und ja, da habe ich mich damals belatschern lassen, dann zu dreifach verglasten Kunststofffenstern in einem Fachwerkhaus. Ja, jetzt lache ich da auch drüber. Das war halt vor 2,5 Jahren noch ein bisschen anders. Da wusste ich einfach nicht so viel. Da war ich noch Neuling, hatte keine Ahnung, grün hinter den Ohren, wie man so schön sagt. Da habe ich gesagt, komm, coole Idee. Die sind im gleichen Design, also das hier ist zum Beispiel die Außenseite. Ne? Das hier ist, wenn man die jetzt nebeneinander halten würde, da würde man keinen großen Unterschied erkennen. Das hier ist tatsächlich schwarz gemasert und das hier ist das originale Holzfenster, was hier mal drinne saß. Ne? Also da würde man jetzt optisch von außen keinen großen Unterschied erkennen. Aber ist mir natürlich jetzt mittlerweile auch klar, dass das keine coole Idee ist, in ein Fachwerkhaus eben Kunststofffenster einzubauen. Ja, weiß ich jetzt auch. Da muss ich mal gucken, wie ich damit verfahre mit den Fenstern. Vielleicht kann ich die noch irgendwie verkaufen. Irgendwie loswerden, muss ich mal schauen, aber ich schätze mal nicht, dass wir die hier einbauen werden. Ich werde mal doch eher versuchen, an vernünftige Holzfenster zu kommen, auch wenn das natürlich wieder ein tiefes Loch ins Portemonnaie reißen wird, aber es, naja, muss man halt gucken. Das Problem ist ja, jetzt haben wir hier mittlerweile so viel Geld oder investieren ja so viel Geld, wir sind ja lange über so eine einfache Renovierung hinaus. Und wenn du so weit bist und hast so viel Geld investiert, dann sagst du irgendwann auch, ah, jetzt willst du natürlich nicht die dämlichen Fenster einbauen, die blöden, wo dann, weißt du, jeder, der dann nachher dein Haus sieht, du hast da irgendwie 500.000 reingesteckt an Renovierungskosten und lässt dann die alten Fenster drin, um die letzten 10.000 zu sparen. Und kann ich dir Brief und Siegel drauf geben, jeder, der sich dann dein Haus angucken wird, der wird nicht gucken, oh, das ist aber toll, oh, die Schwellen, das ist ja alles neu gekommen, oh, sogar das Rehm habt ihr getauscht, da wird keiner drauf gucken. Jeder wird auf die Fenster zeigen und wird sagen, Alter, was hast du denn da für einen Scheiß gemacht, wie kacke ist das denn? So, deswegen, ja, ich sag ja, jetzt bin ich schlauer, so von daher, alles gut. Ja, so, ja, dann können wir mal nach draußen gehen und gucken, wie es da so weitergeht. Ja, und hier stehen wir jetzt vorm Haus im, sage ich mal, offiziellen Eingangsbereich. Auch ziemlich nett gemacht mit so einem kleinen Türchen hier. Finde ich cool. Muss man mal gucken, wie man das später wieder cool kriegt. Und ja, so sieht das Ganze aus. Ne? Einen kleinen Vorgarten. Hier logisch das Fachwerk. Wisst ihr ja, habt ihr wahrscheinlich gesehen. Das haben wir ja sandstrahlen lassen. Ist jetzt auch schon wieder einige Zeit her. Und ja, da deswegen habe ich ein bisschen Hoffnung, dass das eigentlich ganz gut funktionieren wird, dass die, ja, die Ständer praktisch nur im unteren Bereich angeblattet werden müssen und der Rest stehen bleiben kann, weil diese Seite sieht zumindest ziemlich gut aus vom Fachwerk. Hier ist es schon so ein bisschen schwieriger. Hier sind so ein paar Sachen bei, die sind nicht ganz so cool. Da müssen wir mal gucken, wie halt jetzt die zweite Giebelwand aussieht. Vor allen Dingen auch hier ist das Rehm nicht zu sehen. So, das kann nochmal für Überraschungen sorgen. Und ja, das ist zum Beispiel auch eine sehr geile Fußnote, wie das denn aussehen kann, wenn ein Fensterbauer, der keine Ahnung von Fachwerk hat, ein Kunststofffenster in ein Fachwerk einsetzt. Das ist so richtig was, ich sag mal, für die Grusel, fürs Gruselkabinett. Ja, aber das habe ich selbst damals schon gesehen, dass das scheiße war, obwohl ich gar keine Ahnung hatte. Ne? Also, dass das so nicht richtig sein kann, das war mir zu dem Zeitpunkt auch klar. Und bis jetzt habe ich den Fensterbauer auch noch nicht wieder hier aufs Gelände gelassen und kläre auch noch mit dem, wie wir jetzt überhaupt weiter verfahren mit dem ganzen Auftrag, weil das ist halt seine Arbeit und das ist nicht das, was ich mir mittlerweile unter Qualität vorstelle, wie ich es halt auch nicht haben möchte. Ne? Und was noch interessant ist, dieser
dieser Bereich hier, da ist gar kein Fachwerk mehr. Das ist tatsächlich nur eine Latte, die hier noch drauf genagelt ist. Ab hier ist das Ganze nur noch mit Klinkern gemauert. Und da müssen wir halt auch gucken, wenn wir das oben losnehmen, was uns hier noch an Überraschung erwartet, bin ich auch mal gespannt. Ne, so, das kann auch was werden. Müssen wir mal sehen. So, dann sind wir jetzt hier auf der Rückseite, was ich eben meinte, was hier aufgemacht werden soll. Der Brunnen hier, der wird noch eingeebnet, dass man hier praktisch eine schöne Terrasse hinkriegt. Und dann hätte man das hier offen, hier vielleicht auch eine Markise irgendwie in den Dachüberstand drinne versenkt. Alles cool. Dann kannst du hier richtig cool sitzen, glaube ich, und in deinen Garten schauen. Der ist jetzt natürlich ein bisschen ungepflegt, gebe ich zu, weil wir da halt nicht so viel Zeit für haben. Da oben ist eine Obstwiese, das ist eigentlich ziemlich cool. Das kann ich ja vielleicht mal hier so einblenden als kleiner Drohnenflug oder was. Da oben geht es noch in die Obstwiese, da latschen wir jetzt nicht überall hin. So, hier eine kleine Gartenhütte, da freue ich mich schon tierisch drauf. Die muss auch renoviert werden, da ist auch im hinteren Bereich, ist das Holz im unteren Bereich kaputt, weggegammelt und so weiter. Die werde ich wahrscheinlich insgesamt anheben, werde dann sehen, dass ich da auch ein Fundament runterkriege und das vernünftig dann trocken lege und dann das Ding wieder hinstelle, schön fertig mache. Die ist auch so richtig geil, 80er-Jahres-Stil innen drinne. Total cool. Die will ich unbedingt erhalten als kleine Partyhütte für später, für Grillpartys und so weiter. Vor allem von hier, wenn man jetzt hier oben hat, latscht ja auch so ein bisschen den Berg hoch, dann hat man an sich auch einen ganz schönen Blick aufs Häuschen und so, ne, alles gut. Nebengebäude haben auch schon immer viele nachgefragt, was ist denn mit dem Nebengebäude los? Das soll mal ein Altenteil werden später, haben wir uns so überlegt, dass wir das vielleicht ausbauen, dass da dann mal die Eltern, wenn sie denn alt sind und gebrechlich, dass man die da drinnen wohnen lassen kann, muss man mal schauen. Na, hier ist noch meine Balkonsolaranlage oben drauf, die werden ja auch die ein oder anderen schon kennen. Produziert vielleicht sogar jetzt den ein oder anderen Watt im Moment, keine Ahnung. Und ja, wir wohnen hier auch auf dem Lande, wie man sieht. Ist jetzt wettermäßig heute nicht ganz so schön. Ich sehe gerade, die Kartoffeln sind abgeerntet. Oh, ich sehe auch schon hier, einige Kartoffeln liegen hier noch rum. Da muss ich auf jeden Fall nochmal über den Acker gehen. Da gibt es heute Abend noch ein paar leckere Kartoffeln. Ist auch nicht schlecht. Schmecken sehr gut, auf jeden Fall. Und ja, das ist das Nebengebäude, da können wir mal einmal reingehen. Meine Sitzgruppe, die kennt ihr ja auch. Hier mache ich ja des Öfteren mal eine kleine Kaffeepause. Und das ist jetzt hier, die Häuser stehen relativ nah zusammen. Ist ein bisschen blöd, weil hier passt kein Auto zwischen. Aber gut, ne, mit einem kleinen Dach, hier könnte man theoretisch auch bei schlechtem Wetter, wenn man jetzt grillt, kann man hier auch drunter sitzen. Ist auch nicht schlecht, im Moment lagern wir hier halt auch nur Kram. Und ja, das ist im Prinzip das Nebengebäude. Was habe ich hier drin? Ganz wichtig, Kühlschrank und natürlich Getränke für die Bauarbeiter. Ich selber trinke kein Bier. So, und dann haben wir hier mein Studio. Das kennen ja vielleicht, der ein oder andere mag das kennen aus meinen Videos. Mein Studio, was ich hier habe, wenn ich mal irgendwelche Videos drehe, die ich nicht direkt auf der Baustelle machen kann oder möchte. Meine Klamotten, ne, musst du ja auf der Baustelle auch immer haben, Wechselklamotten und so weiter. Und ja, so ist das denn hier. Im Prinzip auch relativ unspektakulär. Ne? Ich meine, was soll hier groß sein? So, und ja, dann ist das im Prinzip auch schon alles. Wenn man jetzt hier nochmal rausgehen, sehen wir dann hier, kommt unser Holzschuppen. Das war auch früher ein originaler Holzschuppen, da war komplett randvoll. Mit Holz, den habe ich ja zwischendurch oder ganz zu Anfang schon leer geräumt, dass ich hier Platz reinkriege. Das heißt, hier habe ich jetzt Platz für meinen Anhänger und natürlich den Teleskoplader, der hier reinpasst. Gerade so reinpasst. Also ich musste mir schon so eine kleine Hilfslinie zeichnen, die ich dann aus dem Rückspiegel raus sehen kann, dass ich sehe, wenn ich da mit dem Rad dran lang fahre, dann passt es halt auf der anderen Seite, weil das siehst du von innen nicht. Die andere Seite kannst du nicht sehen, kannst du nicht erkennen. Und hier ist halt nicht viel Platz. Da muss man schon relativ knapp reinfahren. So sieht das Ganze denn aus, ne? Ja, und dann kommen wir praktisch in die Werkstatt. Ich meine, das Gebäude kennen ja die meisten schon längst, ne? Und auch wie es drin aussieht, zum Teil wahrscheinlich auch. Hier auf der Seite habe ich meine Werkbank und alles mit dem ganzen Werkzeug. Allerdings ziemlich unordentlich. Ich möchte mal sehen, dass ich hier in Zukunft so ein bisschen mehr Ordnung reinbringe. So ein Kleinteile-Magazin hätte ich gerne, dass man da jetzt nicht irgendwie immer nur hier oben den ganzen Kram so drauf liegen hat und so, dass das ein bisschen mehr organisiert ist. Ein bisschen einfacher Ordnung zu halten und so weiter. Da bin ich eigentlich immer so ein Freund von. So, und ja, hier die Ecke und so weiter ist halt alles noch ein bisschen rumpelig, weil, wie gesagt, es ist natürlich hauptsächlich, dass wir uns ums Haus kümmern und ich natürlich keine Zeit habe, hier in der Werkstatt immer groß Ordnung zu halten. Lässt sich halt nicht ändern an der Stelle. So, aber in Zukunft, ihr seht es ja auch hier, ich habe ja auch bereits eine Hebebühne und auch einen Oldtimer, nicht nur einen so. Naja, und jetzt der Manta steht hier schon mal. Da muss ich auch gucken, da muss ich auch zwischendurch mal sehen, dass ich da noch eine kleine Inspektion dran mache, bevor ich den endgültig in den Winterschlaf schicke für dieses Jahr.
Und ja, das möchte ich auch in Zukunft hier öfters machen. Also sprich, wenn ich jetzt fertig bin mit dem Haus, ein bisschen mehr Autos schrauben, mache ich auch ganz gerne. Vielleicht mal so richtig so ein Oldtimer restaurieren oder was. Muss ich mal schauen. Mein guter Astra, den werden ja auch einige kennen, den silbernen, den habe ich mittlerweile auch eingemottet. Der soll auch dann, der wird in etwa 8 Jahren, 9 Jahren oder was, wird er nämlich auch ein Oldtimer und den habe ich jetzt weggestellt, dass ich den dann in der Zeit dann wieder rausholen kann und restaurieren kann. Naja, das sind so die Pläne für die Zukunft. Ich hoffe mal, dass ich bis dahin mit dem Haus fertig bin. naja, die Hoffnung stirbt ja schließlich immer zuletzt, ne? Ja, und das soll es dann auch für heute gewesen sein mit diesem etwas besonderen Tagebuch ohne tatsächlich irgendwelche Baufortschritte. Damit geht es dann in der nächsten Woche weiter, das ist natürlich klar, nach alter Manier. Für heute hoffe ich mal, hattet ihr trotzdem ein wenig Spaß, dass es etwas unterhaltsam war, mal so ein bisschen so eine kleine Haustour hier zu machen, mal einfach alles mal so zu zeigen, wie es jetzt im aktuellen Zustand aussieht und wo die Reise hingeht, beziehungsweise wo ich die Schnipsels, die Videos oder Bilder noch zu hatte, wie es mal vorher ausgesehen hat. Das macht bestimmt für den einen oder anderen Neueinsteiger hier in die Tagebuch Buchserie ganz interessant gewesen sein. Vielleicht hat ja sogar auch einer von euch Älteren hier auf dem Kanal das noch nicht gesehen. Wie auch immer. So, da nimmt man sich ja zwischendurch auch eh immer viel zu wenig Zeit für sowas auch mal mit zu dokumentieren. Von daher passte das heute mal ganz gut mit reinzuschieben und so ist das denn. Ne? So, und dann würde ich sagen, danke wie immer fürs Zuschauen, Freunde. Wenn noch was sein sollte, ihr kennt den Spruch, schreibt es in die Kommentare, auch zu diesem Video, wenn irgendwelche Fragen sein sollten. Und naja, dann danke ich euch wie immer fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Ciao.